Die Kriminalität in Österreich nimmt zu. Um ganze 8% ist diese im Jahr 2023 angestiegen. Anlass für uns, in der aktuellen Ausgabe des Faktenchecks Wiener Weg die Situation der österreichischen Polizistinnen und Polizisten näher zu beleuchten. Ich darf zu diesem Thema heute Walter Strahlhofer, Vorsitzender der FSG Polizei Wien, im Studio begrüßen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gemeinsam mit anderen Personalvertreterinnen und Personalvertretern haben Sie ein österreichweites Volksbegehren unter dem Titel Polizei – kritischer Personalmangel gestartet. Der Titel verrät jetzt schon ein bisschen, worum es geht, aber können Sie uns noch genauer erklären, was der Anlass für dieses Volksbegehren war? Fakt ist, dass das seit über zwei Jahrzehnten schwarz geführte Innenministerium es verabsäumt hat, rechtzeitig für Nachwuchs zu sorgen. Die FSG-Personalvertretung weist seit Jahren darauf hin. Es kommen die Babyboomer, die vor 40 Jahren aufgenommen wurden, die jetzt in Pension gehen. Wir haben sehr viele freiwillige Austritte. Dadurch wäre es notwendig gewesen, schon rechtzeitig dafür zu sorgen, dass Nachwuchs da ist. Das wurde nicht gemacht und daher haben wir das Problem, dass wir derzeit zu wenig Personal haben. Vor dem Hintergrund der derzeit angespannten Personalsituation in ganz Österreich, aber auch in Bezug auf die besonderen Herausforderungen einer Stadt wie Wien, wie sieht denn die Personalsituation prinzipiell für die Wiener Polizei aus? Ja, leider auch in Wien nicht rosiger als im Rest von Österreich. Wir haben in Wien 25% der Polizistinnen und Polizisten im Vergleich zu ganz Österreich, aber wir haben 60% der Tätigkeiten zu erledigen. Wir haben internationale Einrichtungen wie die UNO, europäische Einrichtungen. Wir haben immer wieder Großdemonstrationen, aber diese Demonstrationen werden hauptsächlich in Wien abgehalten und werden auch von den Polizistinnen und Polizisten überwacht, die in Wien Dienst versehen. Wie bereits erwähnt, ist die Bundeshauptstadt Wien im Vergleich zu anderen Regionen Österreichs mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Sehen wir uns gemeinsam an, was Bürgermeister Dr. Michael Ludwig dazu sagt. Und wir haben in den letzten Jahren zwar mehr Menschen in der Stadt, aber weniger Polizistinnen und Polizisten, die auf der Straße ihren Dienst tun. Und von daher fordere ich schon seit vielen Jahren von der Bundesregierung auch entsprechend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Polizei. Wenn das nicht gelingt, dann bin ich durchaus bereit, so wie die anderen Blaulichtorganisationen, Berufsrettung, Berufsfeuerwehr, auch die Polizei in den Bereich der Stadt Wien zu übernehmen. Diese Situation resultiert in hohen Belastungen für die Polizistinnen und Polizisten. Berechnungen zufolge leisten die Polizistinnen und Polizisten in Österreich zusammen mehr als 10 Millionen Überstunden pro Jahr. Was muss sich in Zukunft verbessern, damit dieser Beruf auch wieder attraktiver wird? Na, das Wichtigste ist einmal, mehr Personal auf die Straße zu bringen. Wie schaffe ich das? Wir haben seit Jahrzehnten Forderungen dafür eingebracht, die leider noch nicht umgesetzt wurden. Eine sehr gute Forderung finde ich jetzt vom Bürgermeister Michael Ludwig, der fordert, die Wiener Polizistinnen und Polizisten brauchen eine Belastungszulage. Auch das ist von uns schon seit längerer Zeit gefordert. Fakt ist nämlich, Polizisten wandern von Wien ab, wandern von den Großstädten ab und gehen aufs Land und dadurch fehlen sie genau dort, wo sie gebraucht werden. Es ist die Infrastruktur, die verbessert werden muss. Es geht um Dienststellen, die klimatisiert werden müssen. Polizistinnen haben Schutzbekleidung an bei 34, 36, 40 Grad. Das ist heiß, man schwitzt man, da braucht man klimatisierte Räumlichkeiten. Man braucht das technische Equipment, das verbesserungswürdig ist. Und alles das würde dazu beitragen, dass den Polizistinnen und Polizisten das Arbeiten in Großstädten wie Wien leichter fallen würden und den Wienerinnen und Wienern und den Österreichern und Österreicherinnen das subjektive Sicherheitsgefühl sicher um einiges verbessert werden würde. Vielen Dank, Walter Strahlhofer, für Ihre Ausführungen und den Besuch bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Wir sehen, die Wiener Polizei steht täglich vor großen Herausforderungen. Um die Sicherheit unserer Stadt auch in Zukunft zu gewährleisten, braucht es dringend Veränderungen. Die Gewerkschaft hat deshalb das Volksbegehren Polizei – kritischer Personalmangel gestartet. Alle Infos und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es auf der Website der Polizeigewerkschaft. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Alle Informationen zum Faktencheck Wiener Weg finden Sie unter www.spoe.wien.